Wenn die Stifter dahinter stehen und sagen, wir wollen so etwas machen, wir wollen uns für so ein Projekt hergeben und da reinschauen, dann sind die Lehrer, das ist der Herbert Alter und ich, immer dafür und sind auch dabei, um so etwas zu machen und zu unterstützen. Ist das etwas, was in den Lehrplan einpasst oder etwas, was sich separat abspielt? Das passt perfekt in den Lehrplan rein. Das läuft im Fach Informatik. Informatik in Kombination mit Technisch-Englisch, mit Elektronik, Elektrik, Mechanik und mit dem modernen, selbstgesteuerten Lernen hat das natürlich auch zu tun. Es muss als Automechaniker auch viel wissen, viel mehr Elektronik als früher noch. Grundlagen musst du auch vermitteln. Wird es länger schwieriger? Also der Spagat zwischen Grundlagenvermittlung und eben Elektronikanwendung, die man dann im Alltag machen muss? Die Grundlagenvermittlung ist, wie du richtig gesagt hast, eine Grundlage. Das hilft für das Verständnis des heutigen modernen Autos, das im Prinzip eigentlich gleich aufgebaut ist wie so ein Roboter. Selbstverständlich ist im Auto noch eine Stufe komplizierter und anspruchsvoller, aber ich bin der Meinung, also, wenn man versteht, was in so einem Roboter abgeht, dass man auch ein besseres Verständnis hat für das heutige moderne Auto und für die Reparaturen, die allenfalls möglich sind, die man genau machen kann. Ist der Roboter Zukunft? Also fahren die Auto auf einmal ohne, dass jemand am Steuer sitzt? Oh, das hat mit dem Thema gar nichts zu tun. Meine persönliche Meinung zum selbstfahrenden Auto ist klar, das wird es in den nächsten 10, 20 Jahren nicht geben. Aber im Bereich Garage, Automech, also wenn man Diagnosen anschaut, nichts ist genauer als ein Diagnosegerät und kein Mensch kann das so genau machen, oder? Ein Diagnosegerät ist ein Hilfsmittel, entscheidet tut der Mensch und der Mensch muss auch das Diagnosemittel interpretieren können. Also einfach eine Maschine herstellen, die sagt, was kaputt ist, das lange dort nicht. Also deine Schüler, die bleiben Menschen, auch wenn sie jetzt hier mit den Robotern beschäftigt sind? Es sind Menschen und es bleiben Menschen, hoffentlich. Und es dürfen auch Fehler passieren, man darf mal fluchen, man darf mal ausflippen, man darf mal sagen, Gott vertore, warum tut es nicht? Das ist richtig, ein Projekt darf auch scheitern. Sicher nicht, wir sind nicht mit dem Ziel da zum Scheitern, wir sind mit dem Ziel da an die Robo-Olympics gehen, zum Gewinnen. Aber ein Projekt, da kannst du einfach keine hundertprozentige Garantie geben, dass es auch klappt. Ein Projekt darf scheitern. Trotzdem noch eine Frage. Also Karin Fricke, Lichtensteiner, Zukunftsforscher, die sagt, wir sind irgendwann alle ersetzt durch Roboter. Also, das hat es mit dem wirklich gar nichts zu tun. Das ist rein auch ein gewisses Spiel, eine gewisse ja, andere Anwendung auf diesem Bereich. Aber hat nichts mit dem zu tun, Karin Fricke sagt. Weil die Zukunftsforschung, die gibt es ja. Die Zukunftsforschung gibt es. Ich will mich distanzieren von dem. Das hat nichts mit dem zu tun. Das ist spielerisches Lernen. Lernen, Erfahrungen sammeln, wachsen an einem Problem. Ich habe es vorher gesehen, da hat es ja Leitplanken draussen, oder? Da ist der schwarze Kreis, da ist der weiße Kreis, die sollten einander rausschieben, sollten aber natürlich auch Stopp machen, wenn sie ausserhalb quasi fahren wollen. Also der weiße Kreis sollte Stopp bieten. Die Lenkfahrsysteme, man kennt sie schon im Gar, oder? Unter dem Viertel vom Garfahrer, da rumpelt es ja, wenn er eben dann die weiße Linie anfährt. Das soll ja schon bald Zukunft sein, die Lenksysteme, die Leitsysteme. Wenn ich da so ein bisschen zuschaue, was da alles für Umfeld passiert in einem schwarzen Kreis, also ist eine gefährliche Sache, oder? Die Zukunft uns bevorsteht im Auto? Zuerst zu den Fahrerassistenzsystemen. Die gibt es erst seit gestern, die gibt es seit rund 10 Jahren. Die werden alle besser. Und es sind Assistenzsysteme, sie ersetzen nicht den Fahrer. Und unsere Roboter hier im schwarzen Kampffeld, die sollen aufeinander zufahren und den anderen rausstossen. Das ist auch das Ziel dieser ganzen Sache. Es ist ein Sumo-Wettkampf und nicht irgendein Wettkampf, was darum geht, ein Fahrerassistenzsystem anzuwenden. Und die Schüler bleiben friedlich dabei? Du kannst es anschauen, es hat kein blaues Auge. Jetzt ein Aus. Roboter ist chancenlos. Kommt gut. Ich bin schon bei der Schredding gekommen. Das rechte Rennen. Vom Lackieren. Ja, jetzt hast du wahrscheinlich gewonnen. Weil meine sollte jetzt eigentlich abstellen. Genau wie ein Rest für Bild. Ah, ist schon jetzt. Ja, 1,23. Perfekt. Gut, mach schon. Achtung, fertig, los. Das ist schnell gegangen. Ja.
Was ist der Sinn und Zweck von dem Ganzen hier? Ja, dass wir das mit den ganzen Schaltplänen und mit der Programmierung ein bisschen draus haben. Ja, und dass wir der Samstag die Robos, Sumobots, Meisterschaft gängten, Girapperswil und dort gewinnen für das PCP. Ist das ein Baukastensystem oder wie ist denn das? Ist ein hure Gefetterle da mit all dem kleinen Zeugs da? Ja, man kriegt alles in Einzelteile über und man muss das Zimmer bauen und dann noch programmieren und alles. Ist das etwas, das du jetzt als Automecher in der Garage auch machen musst, oder? Nein, eigentlich nicht. Also selten. Aber noch interessant. Ja, schon einmal eine Abwechslung ein bisschen. Und einen Keiben Ärger, wenn es nicht tut, gell? Ja. Und manchmal sind es kleine Sachen, vorher hat einer noch ein Gewicht dazu tun. Irgendwie, ja, weiss auch nicht genau. Also, was hat das für einen Einfluss, wenn du Gewicht dazu tust oder wegnimmst oder weiss was? Ja, die Abpresskraft, die, wie es darauf ankommt, ob er leichter kippt und alles. Eben, draussen hast du das Gefühl, es ist eine Spielerei, oder was ist es für dich jetzt? Ja, es ist ein Ausprobieren und man muss eben die Zahlen ein bisschen verändern und schauen, wie sich das Ganze auf den Kampf auswirkt. Also alles in allem recht interessant? Ja, sicher, es ist eine neue Erfahrung und man muss eben ein bisschen spielen und das Ganze wiederholen, was man in der Schule auch gelernt hat. Automech ist ja wirklich anfangs sehr hochstehend, wenn man hier so ein bisschen abschaut, zwei, drei Formeln sieht man da. Also, kapiert man das denn auch alles? Oder wie ist das, wenn du in der Garage mal etwas machen musst? Ja, es ist schon nicht ganz gleich wie in der Garage, aber es ist sicher mal das Grundlagenwissen, das man jetzt hier wieder vertiefen kann, das man in der Schule eigentlich alles einmal hatte und jetzt kann wiederholen ein bisschen. Die Anforderungen sind sehr, sehr hoch. Also, bringt man das unter einen Hut, dass man gar arbeiten muss, immer auf Zeit muss arbeiten, dass alles ein bisschen pressiert und dann die theoretische Grundlage, die sehr kompliziert und länger komplexer wird. Wie ist das für so einen Stift? Ein riesiger Stress inzwischen, oder wie sieht das aus? Ja, in der Garage ist es schon nicht ganz das Gleiche. Dort ist einfach mehr das praktische Arbeiten. Und da geht es jetzt halt mehr darum, zum Theoretik ein bisschen vertiefen und schauen, wie man das Ganze macht. Theoretisch. Das ist einfach Pin 5. Also drüber ist das 6. Nein, das ist der Pin 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist die Nullfangzahl, gell? Die Nullfangzahl. Tu noch mal, ja. Der erste ist 0. Tu noch mal zählen. 0, 1, 6. Oder bin ich jetzt... Das 0 ist der erste, aber der Widerstand drückst. Ja, 5. Das ist auch schon. Okay, ja. Machen wir. Ja, voll.